Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Project Ozone 2 Kappa Mode. So, hier läuft momentan erstmal nichts, weil Truhe leer. Also ich habe jetzt erstmal alle Seeds, die wir haben, auf Max gebracht, also auf 10, 10, 10. Einzige Problem, wir haben noch was vor uns. Ich habe es jetzt mal hier soweit vorbereitet. Hier brauchen wir noch ein Skeleton-Seed, das ist gar kein Thema. Und hier brauchen wir dann die Wizard-Seeds, das ist ja dann auch kein Thema mehr. Das einzige Nervige daran, die brauchen alle die Temperio-Essence, beziehungsweise die hier brauchen die Temperio-Essence-Blöcke. Das heißt, es wird teuer. Es könnte, je nachdem, wie schlecht es läuft, wie zum Hacker, ist da ein... Ich will es gar nicht wissen. Kann sein, dass unsere Essenz ausgeht. Weswegen wir auf jeden Fall, weil wir die ganzen Essenzen, ich zeige das mal ganz kurz. Allein hier die Civicio Essenz werden wir ja noch brauchen für die Civicio Ingots und die werden wir brauchen für Scherze wie den für die Crystal Growth Accelerator. Und da wird die Temperio Essenz generell später noch brauchen für Demon Steel of the First Magnitude und dadurch weitere. Hier so drei kriegen wir dann zum Second Magnitude und so weiter. Werden wir nicht drum rumkommen, noch ein Feld für die Milizio-Essenz anzulegen. So, jetzt aber erst einmal machen wir das hier fertig. Und zwar machen wir mal gerade ganz kurz so. So, wir brauchen Block of Mana Diamond, Terra Steel, Elementium, Dragonstone, Mana Steel. Ein Messivisio-Block, Compressed Gaia, eine Mana-Perle und ein Nether-Star. So, das wird jetzt einen Moment dauern. Weswegen ich mir überlegt habe, können wir ja etwas anderes machen. Und ich würde gerne schauen, wenn wir mal hier End drücken, so auf Delta, ich würde gerne mal hier die weitermachen mit ein paar Maschinen. Und zwar hatte ich mir überlegt, dass wir mal hier drüben mal die Anlage ein bisschen ausbauen. Mal gucken, dass wir einen Pulverizer und sowas kriegen. Halt die Standardmaschinen, ne? So. Dafür brauchen wir erstmal einen Maschinenframe. So, Maschinenframe. Da brauchen wir einen Maschinenchassis für. Das ist schon mal sehr schön. Was ich jetzt aber auf jeden Fall noch mache, ich nehme hier mal so ein Stack Glas. Hier haben wir noch einen Machine Frame. Weiß, was ich dann sogar echt sagen würde. Machen wir zuerst die Sawmill. Ich will die Sawmill einfach haben. Es wird einfach Zeit, dass wir das Thema mal hinter uns haben, weil ich habe keinen Bock, immer wieder so, keine Ahnung, wie viele Bäume zu fällen. Weil halt eine Planke ist pro, ist halt echt nervig. So, Gearcast ist drin, das ist sehr schön. Falls jetzt auch irgendwer fragt, wieso jetzt gerade keine Musik läuft, ich möchte die Musik momentan einfach was draußen halten, weil mir das generell so wie YouTube momentan drauf ist, auch mit generell muss ich ja nicht wirklich erklären, was gerade auf YouTube abgeht. Und wer nicht, der sollte vielleicht mal ein paar Nachrichten gucken. Ich kann aber dazu auch nochmal ein Infovideo machen. Es ist halt einfach so das Thema. Es ist mir ein bisschen gefährlich momentan. Drücke ich es mal so aus. Deswegen lasse ich mal lieber momentan die Musik raus. So, wenn wir nochmal streamen. Ich könnte... Morgen ist Sonntag, da könnte ich einen Stream machen. Könnte ich mal hier so umbauen. Ja, mach mal. Oder ne, weißt du was? Ich mache ein Stream-Projekt. Ich habe schon eine Idee. Lass mal ein altes Projekt wieder aufleben. Vielleicht kriege ich ja dafür noch einen. So, Sommel. Ja, auf jeden Fall. Deswegen will ich lieber mal momentan die Musik rauslassen. So, und als erstes, was ich jetzt mache... Ja, komm, scheiß doch drauf. Wir können... Jetzt hier die Diamond Chest nehmen. Nehmen uns ein Stack Wood. Habe ich ganz vergessen, dass ich gerade eben aufgeholt habe. Ja, komme ich gleich zu.
Oh, wie schön schnell das ist. Das tut gut. Das tut richtig gut. Das ist gerade richtig, richtig göttlich. Es tut so gut. Ich hätte nie gedacht, dass einem Holz so sehr fehlen kann. Ja, dazu komme ich wie gesagt jetzt gleich zu. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg und das kann weg. Wie sieht das hier aus? Oh, fast fertig. Nehmen wir uns einen Living Rock. Und unseren Wand of the Forest. Und der Master Fusion Stone. Quest complete. Sehr schön. Dann hier Master Fusion Stone. Ich muss auch eben noch gucken, was wir da mitmachen. Oh, das ist ein 100er, wünscht mir Glück. Es ist nicht schlecht. Wizardproof Blocks und Wizardproof Glass. Wir hätten es schlimmer treffen können. Packen wir mal hier rein. So, und dann nehme ich mir mal hier mein Manufactory Hero. Gehe einmal hier rüber. Hol mir noch meine anderen Infusion Stones raus. Stimmt, die muss ich auch noch wegwerfen. Ganz vergessen. Irgendwie hat sich bei mir nämlich einen Fusion Stone mal schnell verdoppelt. So, da tue ich mal hier gerade raus. Ich brauche mal gerade Platz. Na. So, wer jetzt gerade nicht weiß, was hier in meinem Inventar abgeht. Ich hatte mir so ein Manufactory Halo gemacht. Da kann man Rezepte einstellen. Hier habe ich mir ein Rezept gemacht für Accio Essence, Crucio, Imperio und Civicio. Und was wir jetzt mal nicht machen, weil uns noch fehlt. Wir brauchen halt 4 Civicio Essence, damit wir eine Temperio bekommen. So. Jetzt können wir es machen. Crafting Table. Master Infusion Stone. Zack, 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 zack. Temperio Essence. Und das setzen wir dann hier rein. So, und wenn wir jetzt alles im Inventar haben, können wir jederzeit die Temperio Essenz herstellen, indem wir einfach nur die Medizin-Essenz auch ins Inventar nehmen. So, die Temperio Essenz haben wir jetzt auch eine Quest abgeschlossen. Oh, noch ein 100er. Ja gut, das ist jetzt lächerlich. Das ist jetzt lächerlich. Aber gut, wir beschweren uns jetzt mal nicht. Was steht denn als nächstes an? Nether Star Seeds. Ja, diese Quests gibt es auch nur hier, to make you aware this is a thing. Man muss dazu sagen, die Nether Star Seeds gehören nicht zu Magical Crops. Die wurden über den Mod Custom Things eingebaut. So, ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir ein bisschen Temperio Essence ins Laufen kriegen. Damit wir vielleicht mal ein Seed machen können, die Wither Skeleton zum Beispiel oder sowas. Ne, wir machen die Weibwunde Alloy. Die will ich haben. Also ihr seht schon, wie viel hier an Essenz weggeht. Das hätte schief gehen können. Wieso fliegt der momentan? Komm, dann werfe ich doch lieber das hier weg. Ah, ne. So. Wie gesagt, ich will jetzt gucken, dass ich wenigstens die Vibrant Alloys jetzt habe, damit wir schon mal besser verkabeln können. Weil Vibrant. Ja, wie heißen sie? Die Ender Energy. Brauchen 3 Vibrant Alloy und generell brauchen eine Energy Distributor, okay. Haben einen Output von 180.000 RF. Also damit sollte man echt hier gefeit sein in diesem Pack. So, Vibrant Alloy brauchen wir ein Energetic Alloy Seed. Hab ich jetzt, hier habe ich einen Energetic Alloy Seed. So, wir brauchen das hier. 1, 2, 3, 4. Und die Temperio Essenz.
Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel die kosten. Ja, es kostet schon was. Ja gut. Das kann man jetzt hier wieder reinpacken, genau wie die hier gerade mal. So, was ich dann jetzt noch gerne machen würde. Nur hier. Nachfüllen, das tut so gut. Wir gehen mal ins Last Millennium. So. Mein Villager-Kumpel ist weg. Okay, hier habe ich mal was aufgebaut. Ich habe hier schon mal die Magical Crops angepflanzt. Unter der Bitten so ein bisschen sortierter. Hier generell so Zeugs, das dann auch zu Blöcken größtenteils wird. Halt, hier habe ich noch die Steel Seeds dazu gepackt. Hier kommt dann noch die Vibe und Alloy Seeds hin. Kann man so sagen, so die Stahle, die Legierungen und sowas. Dann hier, was wir getrost kompressen können, wie Kohle, Lapis, Elektrotin, Redstone, Gold, Iron, Glowstone, Kupfer und Experience. Hier habe ich so ein bisschen gemacht, wo man so ein bisschen separieren muss. Was man vielleicht nochmal rausfiltern muss, was kompresst werden kann und was einfach so schon rüber kann. Und genau das gleiche hier. So, hier kommen jetzt noch zwei Felder hin und da noch zwei Felder für die restlichen Seeds. Ja, ich würde sagen, wir müssen auch noch schauen, dass wir ein wenig Platz haben für Energie und sowas. Da können wir eigentlich mal gerade gucken. Hier so ein... Ja, hier die High Temperature Furnace habe ich noch. Das ist ja gar kein Thema. Und wir müssten Ender Chests machen. Und wir brauchen Harvester, also es geht schon gut los. Wir haben 8 Felder, das heißt wir bräuchten 8, wobei wir einen schon haben. So, wir brauchen schon mal 7 Z-Logic Controller. Das tut schon ein bisschen weh. So. Ne, warte mal, wir brauchen hiervon nur 7 und... Solarium, haben wir hier noch Essenz über? Meine ich doch, oder? Ja. So. Das passt doch wie geschneidert. Flup, flup. Machen wir mal so. Ich freue mich schon richtig, wenn wir alles automatisieren hier können. So, die haben wir. 2 Dark Äxte. Also 14. Dark Steel. Gut, dann ist es ja scheißegal. So, und da habe ich nicht ganz nachgedacht, ich brauche nochmal 14 und so, dann gehen wir mal rüber, das Solarium brauchen wir ja gerade nicht mehr. So, dann packen wir doch hier schon mal da so. Mir fehlen hier halt eindeutig die Crafting Table. Nehmen wir dich hier mit. So. Packen dich hier hin. So. So und so. Da brauchen wir noch Scheren und Gold. So, Gold haben wir.
Wir brauchen auch noch die Machine Chassis. Das heißt, wir brauchen 7 mal 4 ist 28. Uns fehlt genau 1 Stahl. 1 Stahl. Uns fehlt wirklich genau 1 Stahl. Da sind die gespawnt. Herzlichen Glückwunsch. Wenn ich schon dabei bin, das habe ich mir schon gedacht. So. Dann einmal hier hin. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das, 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 das. Das, so. Hier haben wir Stahl. Dann können wir wenigstens die eine von zu Hause noch recyceln. Ja. Gehen dann hier rüber. Holen uns hier die letzte Steel Essence. Die letzte Stahl Essence. The Last of Us. So und so. Jetzt haben wir genau einen Stahl über, das ist sehr schön. Wenigstens etwas haben wir über. Wir brauchen Iron Bars. Habe ich davon noch irgendwo? Zwei da, ja gut. Und hier, aber nicht mehr so wirklich, ne? Ne. Ja gut, dann machen wir nochmal 6 Blöcke auf. Nehmen wir mal hier ein Stack Capacitor damit, wir können es ja. Okay. Ich sag jetzt dazu gar nichts. So, ganz kurz hier warten. Muss ich gleich noch daran denken, dass ich das abreiße. So, jetzt brauchen wir nur noch die Scheren und was war das noch? Ah ja, die Plastic Sheets. So, Plastik hatten wir, meinte ich, noch hier hatten wir hier nicht mehr über, deswegen müssen wir noch ein bisschen Rubber machen. Ich bin froh, wenn das ganze System hier läuft. Zum Glück können wir jetzt auch den Helfer, dann läuft das ja schon mal schneller. Und zack. Ich habe auch gerade gesehen, das wird nicht reichen. Haben wir noch Plastik-Cheats über? Die guten alten Plastik-Cheats. Sieht nicht danach aus. Das ist jetzt auch erstmal egal. Dann mache ich das gleich mal zu Weihnachten. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Und das siebte legen wir schon mal hin. Hier hatten wir manchmal noch irgendein. Das ist ein Witz, ne? Da habe ich jetzt echt überhaupt nichts mehr. Plastik. Oh, perfekt. Und 7. Die können wir dann schon mal hinstellen.
Und das war's dann auch echt wieder mit der Folge, ne? Ich schätze mal, ich werde das hier größtenteils noch. Wobei, nee, das machen wir gemeinsam. Das machen wir gemeinsam. 3, 4, 5. 5. Und dann halt da drüben noch 2. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir auch wahrscheinlich die Conduits zusammen machen. Es wird lustig. Es wird lustig. Gut. Ich würde. Wir können ja hier schon mal unten, haben wir noch hier. Machen wir hier 1, 2, 3, 4. Eine 5x5 Plattform. Wobei, ja doch, 5x5 sollte es mindestens sein. Noch hier eine Fackel hin. So. Und dann können wir ja mal schauen, dass wir das hier alles hinkriegen. Wie gesagt, hier fehlt jetzt eigentlich nur noch Strom, Kompakter und sowas. Es läuft. Wenn das alles fertig ist, haben wir zwar jede Menge Ressourcen oder Probleme, die unterzukriegen, aber das ist es erstmal wert. Das heißt nämlich im Klartext, das nächste Ziel wird sein ME-Controller. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und tschüss.